Liebe Zuschauer, liebe Muslime, Assalamu alaikum. Hier befinden wir uns in der Wiener Moschee, dem islamischen Zentrum. Die Unmöglichkeit, in die Moschee zu kommen, lässt viele traurig sein. Dieses hat uns veranlasst, kurze wöchentliche Vorträge für euch aus der Moschee direkt nach Hause zu übertragen. Liebe Muslime, aus der Traurigkeit und der Sehnsucht eurer Herzen nach Moschee lässt sich aber viel Positives herauslesen. Dieses deutet auf die große Verbundenheit eurer Herzen zu Allahs Häusern. Freut euch darüber, denn der Prophet Allahs Frieden und Segen mit ihm sagte, es gibt sieben, denen Allah Schatten gewähren wird an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt außer seinem Schatten. Darunter gehört ein Mensch, dessen Herz an den Moscheen hing. Vergessen wir nicht, dass Allah uns die ganze Erde zum Gebetsplatz gemacht hat und unsere Ibadah niemals auf die Moscheen begrenzt ist. Hat der Prophet Mohammed, Allahs Friede und Segen mit ihm, nicht gesagt, die Erde wurde mir rein und als Gebetsort gemacht. Deswegen nützen wir diese Zeit und verhalten uns entsprechend unserer Lage und Möglichkeiten. Wir haben die Chance, aus dieser Prüfung eine positive Wandlung in unserem Leben zu vollbringen, unsere bisherigen Einstellungen zum Leben zu überdenken und zu schauen, wo unsere Prioritäten liegen und wie wir aus dieser Prüfung erfolgreicher herauskommen können. Manche Muslime haben vor der Schließung der Moscheen diese wenig besucht oder das Gebet gar überhaupt ausgelassen, mit der Begründung, keine Zeit dafür zu haben. Jetzt lernen wir, dass man sich für diese wichtige Sache im Leben Zeit nehmen muss. Nur mit dem Gebet werden wir, verehrte Geschwister, wahren Erfolg erlangen können. Allah beschreibt die Gläubigen, die erfolgreich sind und sagt, wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, die in ihren Gebeten voller Demut sind. Das Gebet wird dich zu wahren Erfolg führen. Dein Gebet wird dich demütiger und nicht hochmütiger sein lassen. Deine Gebete werden deinen Charakter und Einstellungen zum Leben läutern. Das Gebet wird dich scharfsinniger und bedachter sein lassen. Allah verewigte das Bittgebet Ibrahims, also Abrahams, Allahs Friede und Segen mit ihm, in seinem Buch, wo er sagte, mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte. Ich und aus meiner Nachkommenschaft unser Herr, und nimm mein Gebet an. Das Gebet ist etwas, worin unsere Seelen ihren Frieden, Ruhe und Kraft finden. Wir sehen diese Tage, wie sich die Menschen besinnen und einsehen, dass alle Macht und Kraft nur bei Allah liegt. Wir wissen diese Tage, viele Dinge des Lebens viel besser zu schätzen. Wieso? Weil wir sie verloren haben. Und gerade darin steckt die Weisheit der Prüfungen. Der Mensch lernt oft etwas zu schätzen, wenn er es verloren hat. Jetzt sind uns auch die Worte des Propheten Mohammed, Allahs Friede und Segen mit ihm, viel verständlicher. Er sagte, nutze 5 vor 5, deine Jugend vor deinem Alter, deine Gesundheit vor deiner Krankheit, deinen Wohlstand vor deiner Armut, deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist, und dein Leben vor deinem Tod. So schnell kann sich also alles ändern. So schnell kann auch unser Leben zu Ende sein. Lassen wir unsere Häuser und Wohnungen mit Gebeten und Koran beleben und aufblühen. Prophet Mohammed, Allahs Friede und Segen mit ihm, sagte, macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen, denn der Satan flieht vor einem Haus, in dem die Sura al-Baqarah rezitiert wird. Liest Koran. Und lasst eure größeren Kinder als Imame die Gebete zu Hause leiten und ihnen die Möglichkeit geben, dies zu erlernen. Der Frühling kommt, alles blüht auf. Unser Bittgebet lautet, O Allah, mache den Koran zum Frühling unserer Herzen, zum Licht unserer Brust, zur Beseitigung unserer Trauer und zum Schwinden unseres Kummers. Amin. Ya Rabbal Alamin.